Hallo zusammen, heute geht es wieder mal um den Katalog hier und zwar um die Seite 19, Leistungsunterschied zu Normalkühlboxen. Normalkühlboxen sind Standard-Kompressorkühlboxen, die machen auch minus 18 Grad oder die einen machen minus 22, aber das machen sie nur bei plus 20 Grad Umgebungstemperatur. Sobald wir plus 50 Grad haben im Auto, ist das mit den minus 18 Grad nicht mehr so. Die erreichen das einfach nicht, weil sie nicht gebaut sind dafür. Und dann gibt es ja noch die thermoelektrischen Kühlboxen, das sind die für 50 Franken oder Euro. Die packen sowieso nur 10, 15 Grad unter die Umgebungstemperatur. Bei der Box hier zum Beispiel, da machen wir bei minus plus 50 Grad im Auto. Wenn das Auto an der Sonne steht, das ist da schnell mal möglich, macht die immer noch minus 20 Grad. Bei plus 20 Grad macht sie auch runter bis minus 40, 35, minus 40 Grad Celsius. Diese Boxen oder die ganze Boxenserie, die haben einen dreimal stärkeren Kompressor drin wie eine Normalkühlbox. Und wir haben ein anderes Kältemittel. Standard wird das Kältemittel für Kühlung R134A verwendet. Das findet man auch in Klimaanlagen von PKWs. Da arbeiten wir bei minus 10 Grad Kältemitteltemperatur. Und bei Luftdruck hat das Kältemittel eine erreichbare Temperatur von minus 26 Grad. Hier haben wir das Kältemittel 404 eingesetzt, das ist jetzt verboten. Neu haben wir das Kältemittel R290, hat eine Verdampfungstemperatur oder eine Kältemitteltemperatur bei 0 bar von minus 43 Grad. Und da können wir auch tiefe Temperaturen erreichen. Da haben wir Kälteleistung, die was erreichen. Es gibt noch Kältemittel, die gehen tiefer, aber ich sag mal, für Tiefkühlung normal reichen diese Temperaturen. Haushaltskühlschränke, da wird das Kältemittel R600A eingesetzt. R600A ist ein Kältemittel, das arbeitet bei minus 11 Grad. Wir können zwar noch mit der Kühlmaschine ins Vakuum fahren, aber es sind da einfach Leistungsgrenzen gesetzt, dass wir da vernünftige Leistungen im Tiefkühlen hinkriegen. Standard ist solch eine Kühlbox mit solch einem Stecker ausgestattet. Das ist ein Stecker, ursprünglich mal von Schurter. Den gibt's. Standard hat heute praktisch jede Box solch einen Stecker dran. Hat sich so durchgesetzt. Der macht 10 Ampere Maximum. Eine Standardkühlbox nimmt 5 Ampere auf. Aber hier 5 mal 3 mal mehr Leistung sind dann 15 Ampere. Und hier haben wir diese 50 Ampere Brett Harrison Stecker oder Anderson Stecker. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Oder hier hatte ich einen UMA Connector. Das sind alles die gleichen Stecker. Das ist auch ein UMA Anderson und so weiter. Das ist ein sehr verbreiteter Stecker für höhere Ströme. Hier machen wir 50 Ampere. Und dann haben wir zum Beispiel für die Standardkühlboxen Netzgerät. Das ist das Netzgerät hier, wie beim Laptop. Das reicht aber nicht für die starken Boxen. Weil, wie gesagt, wir brauchen mehr Leistung. Und da haben wir dann auch statt dem 100 Watt Netzgerät ein Netzgerät mit 200 Watt. Genau mit dem Stecker, der hier auf diese Kühlbox passt. Auch die Gefrierleistung, eine Standardkühlbox, wenn man zum Beispiel Ware einfrieren will,
eine Standardkühlbox, die hat eine Kühlleistung und die braucht einen Teil von der Kälteleistung, die die Kühlmaschine erzeugt, um die Box kalt zu halten. Und den Rest habe ich dann, der übrig bleibt, als Gefrierleistung. Damit kann ich Ware durchfrieren. Da bin ich vielleicht bei 500 Gramm Gefrierleistung am Tag. Das heißt, ein Stück Fleisch mit einem Kilo, das hat dann 2 Tage, bis das in so einer Box durchgefroren ist. Eine Standardkühlbox. Bei dieser Box hier haben wir 7 Kilo Gefrierleistung. Das heißt, 7 Kilo kann ich in 24 Stunden durchfrieren. Da ist dann immer noch die Thema, wie ist es, die Kälte muss ja dann noch bis in den Kern rein. Aber rechnerisch 7 Kilo Gefrierleistung am Tag. Das ist ein Argument, wenn ich nach Norwegen fahre zum Fischen oder ich bin unterwegs und sehe, da gibt es Fleisch zum Kaufen, ich will das kaufen und runterkühlen. Ja, und so kann man natürlich eben Kühlboxen haben mit mehr Leistung und weniger Leistung. Hier verlinke ich euch das Video von morgen, das kommt aber erst morgen. Und da geht es um die nächste Seite, um die Abkühlzeiten von Lebensmitteln. Und hier verlinke ich euch dann diese Box als effektiven Tiefkühler. Hier könnt ihr mir ein Abo dalassen, dann verpasst ihr die Serie nicht, was ich jetzt über diesen Katalog und all diese Geräte bringe. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.